Hallo Leute, herzlich willkommen bei LARS, wunderbare Welt der Geschichte. Ich bin Lars und ich habe euch heute eine Website mitgebracht, nämlich genealogy.net. Diese Website ist sehr nützlich, wenn ihr Texte produzieren wollt zu Regionalgeschichte oder wenn ihr biografische Texte verfassen wollt oder, was ja auch öfter mal vorkommt, wenn ihr Ahnenforschung betreiben wollt. Kurze Content Note, es geht in diesem Video um Grabsteine. Das heißt, wenn ihr in letzter Zeit einen Trauerfall im näheren Umfeld hattet, dann würde ich euch raten, schiebt dieses Video vielleicht ein, zwei Wochen auf. So wichtig ist das ja jetzt auch nicht. Und wenn ihr euch wieder besser fühlt, dann guckt euch das Video vielleicht an. Denn auch in zwei Wochen ist das, was ich hier jetzt sage, noch immer genauso gültig, würde ich jetzt mal behaupten. Ich mache mal die Seite groß, dass ihr besser mitlesen könnt. Also wie gesagt, es handelt sich um genealogy.net bzw. um das geologienetz.de. Und das ist ein größeres, sagen wir mal, Netzwerk von AhnenforscherInnen. Und die haben ein sehr interessantes Projekt, das Grabsteinprojekt, das seit 2007 läuft. Da sage ich kurz was zu, was die machen. Und dann zeige ich euch ein paar Anwendungsbeispiele, wofür das genutzt werden kann. Dieses Grabsteinprojekt besteht darin, dass Ehrenamtliche, die sich diesem Projekt verbunden fühlen, also genealogy.net, dass die mit einer Anleitung von Genealogy und einem Fotoapparat zu einem Friedhof gehen, beziehungsweise dort zuerst mal zur Friedhofsverwaltung und einmal anmelden, dass sie dort die Grabsteine durchfotografieren wollen. Also die gehen dorthin. Dieser Friedhof hat irgendwie eine bestimmte Anzahl an Parzellen oder also Gräberfeldern. Und dann sagen die Personen, die da hingehen, guten Tag, lieber Friedhof Buxtehude oder was. Wir oder ich möchte nächsten Monat gerne Ihre Grabsteine erfassen für das Projekt, also für das Grabsteinprojekt von genealogy.net. Sind Sie damit einverstanden? Und dann sagt der Friedhof halt entweder nein, dann haben Sie Pech gehabt, oder der Friedhof sagt ja, könnt ihr machen. Und dann werden Grabsteine auf diesem Friedhof dokumentiert, so wie man das auf diesem Bild hier sieht, also von dieser Frau Martha Mahl steht. Und von dieser Hildegard Mauer und Herbert Schapphals. Und das ist erstreckt sich über ganz Deutschland. Teilweise sind auch schon gefallenen Städten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erfasst worden. Längst noch nicht alle, aber schon sehr viele. Hier oben in der Kopfzeile seht ihr übrigens noch andere Sachen. Adressbücher ist eine sehr interessante Sache. Die habe ich, ich finde es interessant, ich habe es nämlich noch gar nicht angeguckt. Das ist mal interessant. Werde ich vielleicht mal in den nächsten Wochen reingucken und euch dann auch ein kurzes Update geben, was ich von der Adressbüchersache halte. Familienanzeigen, also Todes- und Hochzeits- und Geburtsanzeigen aus Zeitungen wird das wahrscheinlich sein. Totenzettel, das sind Sterbeurkunden im Prinzip. Verlustlisten des Ersten Weltkriegs ist auch eine gute Sache. Also die Verluste sind keine gute Sache, das ist sehr tragisch, aber dass es diese Listen gibt, ist eine gute Sache, um nachzuvollziehen, wo Familienangehörige gestorben sind. Genau, wir gucken mal rein oder ich erkläre mal ein paar Beispiele, wofür so ein dieses Grabsteinprojekt geeignet sein kann. Das naheliegendste ist Ahnenforschung, wenn ihr selbst Ahnenforschung betreibt und gerne rausfinden möchtet, wo ihr in Deutschland und Umgebung, sage ich jetzt mal, her stammt. Wenn ihr zum Beispiel eure Großeltern nicht kennengelernt habt, dann könnt ihr anhand eures Namens oder anhand des Kindheitsnamens eurer Eltern versuchen, Verwandte ausfindig zu machen, die schon verstorben sind, und zum Beispiel anhand des Begräbnisortes nachvollziehen, wo Teile eurer Familie leben. Nächster Anwendungsfall ist, das hatte ich mal, da habe ich ein Projekt zu
Abgeordneten der Hamburger Bürgerschaft gemacht, wo ich eine komplette Liste der Personen hatte, die damals in die Bürgerschaft reingewählt worden sind. Aber ich hatte keine komplette Übersicht, was aus denen, nachdem sie in der Bürgerschaft tätig waren, geworden ist. Also es ging um die erste demokratisch gewählte Bürgerschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Das war die erste demokratisch gewählte Bürgerschaft überhaupt in Hamburg. Und einige Personen, die da reingewählt worden sind, die haben dann später eine lange Karriere hingelegt, sind eben dann Senator geworden in Hamburg und sind dann eben auch in verschiedenen biografischen Lexika der Stadt Hamburg oder, wenn sie dann später verzogen sind, in anderen biografischen Lexika aufgetaucht. Manche wurden auch Reichstagsabgeordnete. Ein oder zwei waren auch Mitglieder des Parlamentarischen Rats, also der Organisation oder des Gremiums, das das Grundgesetz verfasst hat. Solche Leute sind eben historisch sehr gut erforscht. Das heißt, man kennt bei denen Geburts- und Sterbedatum, man kennt bei denen auch deren Lebensweg, weiß, was die so gemacht haben außerhalb ihres politischen Mandats. Einige Personen, die 1919 da aber in die Bürgerschaft gewählt wurden, die sind da reingewählt worden und nach einer Legislaturperiode sind die wieder ausgeschieden oder nach einer halben Legislaturperiode. Und da ist es manchmal schwieriger, deren Lebensdaten zu ermitteln, weil die eben nur eine Legislaturperiode hatten und dann danach für nicht so relevant befunden wurden, erstmal in der hamburgischen Politikgeschichte. Das heißt, ich war dann darauf angewiesen, auch Primärquellen zu nutzen. Und eine Primärquelle sind eben Grabsteine. Und da habe ich dann einfach die Namen dieser Personen genommen und einmal deren Nachnamen hier eingegeben. Das ist ganz gut, wenn ihr dann nämlich einen Nachnamen eingebt. Ich gebe jetzt mal einen sehr nicht häufigen, also Meyer Müller-Schulze ist schwierig, weil der da sehr, sehr, sehr viele Treffer bekommt inzwischen, weil natürlich mit jedem abfotografierten Friedhof in Deutschland weitere Meyer Müller-Schulzes, Schmitz und so, Beckers in diese Datenbank reinkommen. Deswegen nehme ich mal einen Namen, der nur so halb häufig ist. Nehmen wir mal Schuster. So, da wird euch jetzt schon angezeigt, Schuster pur, also purer Name Schuster. Dann, was sehr gut ist hier, werden euch auch schon Doppelnamen angezeigt. Also alle Personen, die Schuster Auerbach heißen und schon abfotografiert wurden. Schuster Barner, Schuster Heuelke, Schuster Oehler, Schuster Plag, Schuster Steinke, Schusterer, Schusterbauer, also auch wenn nach Schuster noch weitere Buchstaben kommen. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal, da gucken wir einfach mal, wie viele Schuster Auerbachs es gibt in Deutschland. Das ist nur eine. Wilfried Schuster Auerbach, 1942 bis 1993, in Herleshausen begraben. Und hier seht ihr schon, also die Metadaten, die ihr hier sehen könnt, also oder die Kerndaten, Name, Geburtsjahr, Sterbejahr, die sind hier eben aufgeführt. Es werden auch immer noch die Geburtsnamen aufgeführt, wenn die auf dem Grabstein stehen. Das Alter, wenn es auf dem Grabstein steht. Und der Friedhof wird aufgeführt, auf dem die Leute bestattet sind. Andernfalls würde diese Liste nicht so besonders viel Sinn ergeben. So, jetzt hatten wir hier mal nur einen Namen. Jetzt gucken wir mal, wie viele Schuster es gibt. Einfach nur Schuster. Da dauert es jetzt ein bisschen. Da gibt es jetzt schon 3834 Treffer. Und da seht ihr jetzt, es ist eine ewig lange Liste. Hier am Rand seht ihr auch, wie klein der Scrollbalken ist. Und das ist eben alphabetisch geordnet. Also wenn nach Namen beim Sterbezeitpunkt. Und da werden eben alle Menschen aufgeführt, die mal Schuster geheißen haben. Also zum Beispiel auch diese Else Abels, geboren 1917, gestorben 1991. Die hatte den Geburtsnamen Schuster, deswegen ist sie in dieser Datenbank hier drin oder in dieser Liste hier drin. Und da könnt ihr eben dann durchscrollen. Es gibt leider, was ein bisschen schade ist, nicht die Sortieren nach Funktion, sonst könntet ihr hier nach Geburtsjahr oder Sterbejahr sortieren. Denn wenn ihr zum Beispiel das Geburtsjahr einer Person kennt, dann könnt ihr eben danach sortieren, dann könnt ihr euch ein bisschen Scrollerei sparen. Weil jetzt gerade natürlich die Geburtsjahre komplett zufällig sind, weil sie eben abhängig sind von den Familiennamen der Personen hier. Das heißt, ihr müsst euch so ein bisschen damit behelfen, zum Beispiel durch die Steuerung F-Funktion.
Jetzt versuchen wir mal durchzuskippen durch alle Leute, die 1900 geboren sind, also genau 1900 oder genau 1900 gestorben sind. Das sind immer noch 32. Elisabeth Dornhöfer. Bettina Kullmann ist 1900 gestorben. K.H. Michel, geborener Schuster, ist 1900 geboren, 1983 gestorben, und das geht dann immer so weiter. Gertrud Münch, 1900 geboren, 1967 gestorben. Alfred Schuster, 1900 geboren, 1947 gestorben. Und da sehen wir eben auch hier NKWD-Speziallager Nummer 1, Bad Liebenwerda Neuburgsdorf, Elbe-Elster. Dann könnt ihr auch suchen nach Städten, in denen Leute begraben sind. Da gucken wir mal, wie viele Leute, die mal Schuster hießen oder am Ende Schuster hießen, in Berlin begraben sind. Das sind 135. Da wird euch dann eben angezeigt, hier Martha Giesecke begraben in Berlin-Tempelhof, Emma Gläwecke begraben in Berlin-Wedding. Skip, 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 skip. Marie Jeserich begraben in Berlin-Kreuzberg. Inge Reiche begraben in Berlin-Steglitz. Und so geht das dann immer weiter. Und da habt ihr dann eben gute Anhaltspunkte, um so bestimmte Eckdaten rauszufinden. Jetzt mache ich mal, es war nämlich ganz interessant damals bei diesem Hamburg-Ding. Wie ihr ja vielleicht wisst, Bundeskanzler Willy Brandt hieß mit Familiennamen eigentlich Frahm. Und durch diese Seite hier habe ich wahrscheinlich eine seiner Tanten ausfindig machen können. Ich gehe mal hier rein in Frahm. Und suche mal nach. Nee, Steuerung H ist falsch. Nee. Steuerung F. Suche mal nach Hamburg. Die ist nämlich in Hamburg begraben. Genau, und zwar hieß die Gertrud, meine ich. In Hamburg sind sehr viele Leute in Ohlsdorf begraben. Das liegt daran, dass Ohlsdorf der größte Friedhof Deutschlands ist. Genau, es geht mir mal ein bisschen durch. Sie hieß, meine ich, Gertrud Frahm. Hannelore Frahm. Nee. Genau, ich finde es jetzt gerade nicht, aber ihr könnt mir glauben, es gibt eine Frau Frahm hier in der Liste, bei der ich mir zu 90% sicher bin, dass die mit Willy Brandt verwandt ist, aber nicht seine Mutter ist. Genau, also wenn ihr nach Hamburg sucht, habt ihr oft sehr viele Treffer, weil in Hamburg eben sehr viel durchfotografiert ist. Und genau, da könnt ihr eben gezielt nach Leuten suchen. Wenn ihr Geburtsdaten kennt bei bestimmten Personen, ist es eben sehr einfach, danach zu suchen. Was leider nicht geht, ist gestorben nach suchen. Also ihr könnt nur ge geboren oder gestorben um suchen. Das heißt also, wenn ihr eine Liste von Personen machen wollt, in, sagen wir mal, oder von Personen, die vor einem bestimmten Jahr geboren sind in Hamburg, dann könnt ihr eben nicht sagen, bitte gib mal alle Ergebnisse aus vor 1900 oder so. Genau, nächster Punkt, was hier auch noch sehr gut ist, nächstes Anwendungsbeispiel. Das hat jetzt weniger mit den Personen zu tun und mehr mit Kunstgeschichte, sagen wir mal. Gehen wir mal in besondere Gräber rein. Die Seite braucht ein bisschen lange, weil da sehr viele Gräber drauf sind. Geben wir mal ein bisschen Zeit. Genau, dann könnt ihr auch noch sehr schön, ist einzeln erfasst, jüdische Friedhöfe. Wenn ihr viel zu jüdischer Geschichte forscht, könnt ihr eben hier über die jüdischen Friedhöfe sehr viel forschen. Genau, hier sehen wir auch einmal jüdisches Lapidarum. Ich weiß nicht, wie man es auf Polnisch ausspricht. Wagrowiec, glaube ich. Oder Wągrowiec. Auf Deutsch der Wągrowiec-Eichenbrück, Kreis Wągrowiec in Großpolen. Das heißt, ihr habt auch hier hin und wieder mal die Möglichkeit, oder hier jetzt zum Beispiel auch jüdische Friedhof Świętojańskie in Kreis Sulecinski in Lebus.
Da könnt ihr eben auch ein paar, oder hier in Tschechien, hier wieder Polen, hier wieder Polen. Da könnt ihr eben auch ein paar Friedhöfe außerhalb Deutschlands erfassen und hier eben grundsätzlich sehr viel zu jüdischer Geschichte auch forschen. So, jetzt gehen wir mal hier, genau, hier haben wir jetzt das Grabsteinprojekt Besondere Gräber. Da seht ihr jetzt schon, das sind speziell gestaltete Grabsteine. Das ist hier ein bisschen kommentiert, was das so sein soll. Genau, hier Toni Meindl scheint Zahnärztin gewesen zu sein oder Zahnarzt. Das ist eben sehr, sehr interessant. Da ist die Totenmaske von jemandem eingefügt. Und diese Fotos sind bei jedem einzelnen Namen hinterlegt. Ich kann euch das mal zeigen, hier an einem komplett willkürlichen Beispiel. Betty Brauer, deren Grabstein, der ist jetzt sehr unspektakulär, der ist aber eben hier hinterlegt. Da sind, für den sind alle Namen erfasst, die auf diesem Grabstein eingetragen sind. Und da gehen wir mal zurück, wenn man nämlich ein bisschen Glück hat. Gut, das hier ist auch ein unspektakulärer. Aber was ihr jedenfalls machen könnt, ist auch Grabsteine kunsthistorisch erforschen. Also zum Beispiel gucken, wie viele da könnt ihr zum Beispiel anhand der Grabsteine in einer bestimmten Region ermitteln, wie viele dieser Personen aus Schlesien oder aus Ostpreußen stammen, weil nämlich Ostpreußen und Ostpreußinnen sehr oft sich auf ihren Grabstein, wenn sie damals nach dem Zweiten Weltkrieg aus Ostpreußen vertrieben worden sind, weil die sich nämlich sehr oft eine Elchschaufel auf dem Grabstein einmeißeln lassen. Die Elchschaufel ist so das Symbol der vertriebenen Organisationen für Ostpreußen. Das heißt, ihr könnt also zum Beispiel gucken, ihr könnt es nach Postleitzahlbezirken ordnen. Gehen wir einfach mal in den Postleitzahlbezirk 35 rein. Da sind eben in den Postleitzahlbezirk 350 rein. So, das ist hier in Weimar-Lahn, das Marburg-Biedenkopf, das ist hier alles Hessen. Dann könnt ihr eben diese ganzen Friedhöfe hier durchgehen und auf diesen Friedhöfen online ohne lange Anfahrten und so schon mal einen Überblick euch verschaffen, wie viele Personen mit ostpreußischem Fluchthintergrund dort begraben sind. Das heißt, ihr geht also zum Beispiel in Alna in Weimar-Lahn rein, geht hier diese ganzen Familiennamen durch, das ist hier dann nur noch nach Familiennamen aufgeschlüsselt und dann guckt ihr eben rein, was sagt denn hier so der Name Ammenhäuser, geboren 38, geboren 34, wird wahrscheinlich nichts drauf sein, also zumindest keine Elchstaufel. Aber hier habt ihr dann zum Beispiel so eine Blume. Ihr könnt eben wirklich dann kunsthistorisch auch forschen, wo sind, in welchen Gegenden sind Blumen besonders populär auf Grabsteinen, in welche Generation sind die besonders populär, ab welchem Jahr oder ab welchem Jahrzehnt treten einfach grundsätzlich bestimmte Designformen auf. Gibt es Jahrzehnte, in denen die Steine besonders schlicht gehalten sind? Wie ist das mit Geschlechtergeschichte? Werden Frauengrabsteine anders gestaltet als Männergrabsteine? Das ist hier jetzt natürlich hinfällig, weil das ein gemeinschaftlicher Grabstein von Anna und Werner Ammenhäuser ist. Gucken wir mal in den anderen Stein rein. Elisabeth Plitt, geborene Bauduin, das ist jetzt ein sehr einfacher Grabstein. Ich frage mich jetzt gerade, warum Hermann Plitt hier nicht mit aufgeführt war eben unter Plitt. Aber das wird schon seine Gründe haben. Aber Sterbedatum kann es nicht liegen. Das ist jetzt ein sehr einfacher Grabstein, da ist eben nur ein Kreuz drauf. Da könnt ihr eben auch schön nachvollziehen, ab wann verliert das Kreuz so an Bedeutung. Das Kreuz ist ja ein christliches Symbol. Ab wann werden zum Beispiel christliche Symbole nicht mehr so oft auf Steine raufgemeißelt, was ja dann ein Indiz zum Beispiel ist für einen Rückgang der Relevanz des Christentums in dieser Region. Katharina Lehr.
Da haben wir jetzt mal hier ein sehr stark christliches Symbol, also nicht einfach nur ein Kreuz, was ja immer noch grundsätzlich als Sterbesymbol hergenommen wird, sondern eben auch noch so diese betenden Hände. Katharina Barth, Gemeinschaftsgraf mit Ludwig Barth, scheint ihr Ehemann gewesen zu sein. Kreuze wieder. Christina Barth hat hier jetzt zum Beispiel, doch, hat hier ein Kreuz drauf. Davor steht hier irgendwas, da weiß ich jetzt aber nicht. Das scheint aber zur Grabanlage dazu zu gehören. Genau. Jetzt haben wir hier mal genau Familie Becker. Becker hatte ich ja eben, hatte ich dir eingegeben, na, ist egal. Genau, hier haben wir dann mal wieder Blumen, Rosen. Also diese Familie scheint irgendwie dem Thema Rosen sehr verbunden gewesen zu sein. Da könnt ihr also, ich zeige es hier so ein bisschen, auch ein bisschen flapsig, aber da könnt ihr eben, ihr habt wahnsinnig viele Möglichkeiten anhand dieser Bilder, euch Fragestellungen aufzuwerfen und die Fragestellungen dann auch relativ erschöpfend zu beantworten. Also was auch immer wieder eine tolle Sache ist, anhand von Grabsteinen zu erforschen. Also wenn ich tolle Sache sage, meine ich vor allen Dingen interessante Sache, anhand der Grabsteine zu erforschen, welche Berufe die Personen ausgeübt haben. Hier zum Beispiel Elisabeth Becker, das ist hier ein sehr, sehr, scheint mir schon sehr aufwendiger Grabstein zu sein. Ihr könnt zum Beispiel auch anhand dieser Grabsteine auf Friedhöfen eben erforschen, wo auf dem Friedhof besonders wohlhabende Menschen begraben sind, denn je komplizierter so ein Grabstein ist, umso teurer ist der natürlich auch. Hier der Grabstein ist wieder sehr einfach. Anita Becker war eben schon drauf. Und dann Raimund Becker mit einem Apfelbaum, so wie es scheint. Dora Bender und Margarete Lengemann, geborene Bender. Das sind auch eher unkomplizierte Grabsteine. Bittner. Genau. Es sind also, wie gesagt, auch, das habt ihr jetzt gerade gesehen, als ich das geklickt habe, Elisabeth und Rudolf Bittner. Das sind zwar zwei Datensätze, die verweisen aber beide auf dasselbe Foto. Hier unten ist übrigens auch immer angegeben, wer die Fotos gemacht hat und wann. Das heißt, dieses Projekt ist auch sehr gut, um Grabsteine, die irgendwann wegplaniert werden, für die Forschung zu erhalten, dass man eben, wenn jetzt zum Beispiel diese Grabstätte hier geschleift wird, weil der Verantwortliche oder die Verantwortliche nicht mehr die Grabliegegebühren zahlt, dann wird dieser Stein eben geschliffen, geschleift, nicht geschliffen, sondern geschleift, also weggemacht. Und dann kommt hier eine neue Grablege hin. Und wäre das jetzt nicht fotografiert worden, könnten wir eben anhand dieses Fotos nicht mehr nachvollziehen, wann Elisabeth Bittner und Rudolf Bittner gelebt haben und dass die überhaupt mal dort begraben waren und wie ihr Grabstein aussah. Dafür ist diese Seite hier eben auch sehr, sehr hilfreich, um so etwas nachvollziehen zu können. Gucken wir nochmal gerade in einer lang rein und dann mache ich hier auch Schluss, würde ich sagen. Es sei denn, mir fällt, genau, ach so, von Vereinen gibt es noch. Vereine zeige ich auch gleich noch. Genau, Anna Lang ist auch nochmal so ein einfacher Grabstein. So, hier haben wir die Liste von Vereinen, die diese Fotos, diese Fotodokumentationen durchführen. Also Pommerscher Greif genau, das ist dann da schon verlinkt. Da könnt ihr euch dann auch, über diese Seite könnt ihr euch eben dann auch nochmal neue Ansprechpartner suchen für eure Forschung, die ihr macht. Also AG Genealogie Schleswig-Holstein ist sehr aktiv. Bei denen, also die haben eine richtig umfangreiche Seite, die haben ja auch Auswandererarchiv, Amerika-Gesellschaft Segeberg. Also da, diese Seite ist eben auch eine gute, also eine große Goldmine sozusagen, um euch weitere Ansprechpartner für Forschungsprojekte und für eure Abschlussarbeitsprojekte zum Beispiel zu suchen. Genau. So, das soll es erstmal gewesen sein. Achso, es gibt noch die Landkarte natürlich. Da könnt ihr über die Landkarte reingehen. Ist natürlich jetzt hier sehr
Da kann man jetzt hier reinzoomen. Genau, da seht ihr hier sehr schön. Viel ist noch in Polen erschlossen, vieles ist in Frankreich erschlossen, also jetzt im Ausland zumindest. Vieles ist in Tschechien erschlossen. Und in Deutschland kann man dann eben auch schon so die regionale Bündelung sehen, wo was erschlossen worden ist. Ihr könnt es nach Bundesländern hier aufschlüsseln. Genau. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt hier ein paar Inspirationen für eure Abschlussarbeiten und Hausarbeiten und was ihr sonst so schreibt, mitnehmen können. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Wir sehen uns demnächst mal wieder. Bis dann. Tschüss.